Sun is shining, man sieht es auf meinem Shirt. Scheiße. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meinen Lesemonat vom September geben. Ich habe im September ganze 14 Bücher wieder gelesen, davon waren aber auch einige sehr, sehr dünn. Und ja, darum soll es heute gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ihr bekommt dabei. Die Bücher natürlich wie immer in der Reihenfolge, wie ich sie auch gelesen habe. Und es tut mir leid, die Sonne ist heute hier echt ätzend. Eben war sie weg, jetzt ist sie da und... Es ist Herbst, ihr kennt das. Ja, ihr bekommt die Bücher, wie gesagt, wie immer in der Reihenfolge, wie ich sie auch gelesen habe. Und ich versuche, mich etwas kürzer zu fassen, weil 14 Büchern würde dieses Video sonst wieder so abartig lang. Ja, okay. Fangen wir mit dem ersten Buch an. Und zwar war das der zweite Teil der Forever in Love-Reihe, Keine ist wie du von Cora Carmack. Dieses Buch war so schön. Es war so, so schön. Es war... ein richtig, richtig schönes New Adult Buch. In diesem Buch geht es ja um Silas, Moore und Dylan. Ich weiß gerade gar nicht, Brenner heißt sie mit Nachnamen. Und Dylan ist so ein liebes, nettes Mädchen und sie macht halt auch immer das, was ihre Familie von ihr erwartet. Und das Einzige, wo sie sich auflehnt quasi, ist, dass sie in einer Protestantenbewegung mitmacht und halt dagegen verschiedene Sachen halt auch mit protestieren geht. Auf der anderen Seite haben wir hier Silas Moore. Silas ist Footballspieler. Er ist jetzt nicht der Quarterback, aber das, was gleich dann da danach kommt als wichtigste Position beim Football. Ich habe keine Ahnung mehr, was er da für eine Position hat. Das fragt mich. Ich merke mit nicht. Ja, auf jeden Fall ist er ein sehr, sehr wichtiger Spieler und er ist quasi auch berühmt am College, weil er ja, wie gesagt, Football spielt. Und ja, die beiden treffen im Gefängnis aufeinander. Wieso, weshalb, warum die beiden jetzt im Gefängnis gelandet sind, erkläre ich euch nicht. Schaut dazu in der Rätsel vorbei. Und ja, treffen im Gefängnis, die beiden treffen, wie gesagt, im Gefängnis aufeinander. Und Silas merkt sofort, dass er sich zu Dylan hingezogen fühlt, was er sehr, sehr merkwürdig findet, denn normalerweise entspricht sie so gar nicht seinem Beuteschema. Und ja, das ist eine ganz, ganz süße Liebesgeschichte mit ganz vielen Wendungen auch in diesem Buch und die beiden müssen so für ihre Liebe kämpfen und es war so schön zu lesen. Ich finde Cora Carmacks Bücher auch wirklich ganz, ganz toll im New Adult Bereich. Ich fand ja auch die It-Reihe schon ganz toll, also Losing It, Faking It, Finding It. Und den ersten Teil von Forever in Love fand ich auch wirklich richtig gut. Und der zweite hat mir auch wieder richtig, richtig gut gefallen. Wenn ihr gerne New Adult Bücher lest, schaut euch Cora Carmack auf jeden Fall mit an. Das zweite Buch, was ich dann gelesen habe, war ein E-Book. Und zwar Nublia von Hannah Siebern. Das ist eine Vampirgeschichte. In diesem Buch geht es um Kathleen. Und Kathleen erwacht nach einem Autounfall in einem Käfig und hat keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen ist und fühlt sich auch ganz, ganz merkwürdig, denn sie kann sich auch an nichts erinnern. Also sie weiß noch, was 2 plus 2 ist und solche allgemeinen Dinge, aber ihre persönliche und eigene Vergangenheit hat sie keine Ahnung mehr, was passiert ist und trifft dann auf Jason und Jason erklärt ihr, dass er ein Vampir ist und sie auch in einen Vampirdiener verwandelt wurde. Denn es gibt in diesem Buch einmal die reinrassigen Vampire, die Herrscherrasse. Die können sich auch untereinander fortpflanzen und Kinder kriegen und halt ganz normal leben. Die altern rein theoretisch auch ganz normal. Und dann gibt es noch die Vampire, die von dieser Vampirrasse erschaffen wurden. Und das sind die Diener. Diese sind quasi wie Untote, also jetzt nicht richtig Zombies, aber quasi Untote. Die essen nicht, die schlafen nicht, die haben ganz weißes, helles Haar und ja, sind dazu quasi nur da, um den Herren der Vampiren da, dieser Vampirrasse zu dienen. Und Kathleen wurde, wie gesagt, unfreiwilligerweise in so einen Vampirdiener verwandelt, was ihr ziemlich gegen Strich geht und sie kann sich auch nicht so richtig in das neue Leben einfinden. Und ja, dann gibt es ja dort noch Jason. Und Jason ist so das einzig Positive, was sie in ihrem Leben noch hat. Und wie das Ganze nun weitergeht und was da alles noch passiert mit Kathleen und ob sie es schaffen wird, sich einzugliedern in diese Welt der Vampire, das ist das, worum es in Nublia geht. Und ich muss sagen, ich fand dieses Buch ganz nett. Es war eine niedliche Vampirgeschichte. Es hat mich jetzt aber nicht so umgehauen. Also es gibt hier keine Glitzervampire oder sowas. Und es ist auch ein Stück weit wirklich sehr schockierend, was dort alles mit den Menschen auch passiert und gemacht wird. Aber irgendwie hat da was gefehlt für mich. Also irgendwie weiß ich nicht, ob es jetzt dieser Schreibstil war mit den wechselnden Perspektiven, was mich teilweise ein bisschen gestört hat. Also normalerweise mag ich das ja auch, wenn man aus mehreren Perspektiven liest. Aber hier hat mich das irgendwie ein bisschen irritiert. Ich hätte es bei dieser Geschichte schöner gefunden, wenn man das alles aus Kathleens Sicht auch herausgefunden hätte. Weil man liest am Anfang...
wo Caitlin verwandelt wird, liest man dann aus der Sicht von Jason bis zu dem Zeitpunkt, wo Caitlin halt in ihrem Käfig wieder erwacht und man bekommt dadurch halt auch alles drum und dran mit, was auch wieder sehr interessant ist, aber man weiß halt quasi schon, was mit Caitlin passiert ist. Ich hätte es halt spannender gefunden, das alles aus ihrer Geschichte, aus ihrer Sicht zu lesen und halt wirklich nur halt mit ihr zu erfahren, was denn jetzt genau eigentlich alles los ist und das nicht schon im Vorfeld als Leser so zu wissen, dadurch, dass man das ja von den anderen schon mitbekommen hat. Wisst ihr, was ich meine? Das hätte ich ein bisschen cooler gefunden. Ansonsten war es eine niedliche, nette Vampirgeschichte so für zwischendurch und das ist auch eine mehrteilige Buchreihe und ja, vielleicht irgendwann mal, wenn es mich packt, lese ich mal weiter, aber es war jetzt wie gesagt nicht so, dass ich sage, es war so gut. Das dritte Buch, was ich im September gelesen habe, habe ich mit der lieben Kati und Ronja zusammen wieder gelesen. Seid gegrüßt, ihr zwei an dieser Stelle. Es hat viel Spaß gemacht, wieder mit euch beiden zu lesen. Und zwar haben wir gelesen Das Juwel, die weiße Rose, was ja der zweite Teil von der Juwelreihe ist. Ich weiß gar nicht, ob es eine Reihenbezeichnung gibt. Und ja, dieser zweite Teil war schon sehr, wie soll ich das sagen, krass. Ich sage immer krass. Ist ein doofes Wort, aber er war teilweise wirklich für mich sehr, sehr krass. Es sind Sachen in diesem Buch erzählt worden, was ich für ein Jugendbuch wirklich hart an der Grenze finde. Aber wir haben ja gelernt, die Jugend von heute ist ja ganz, ganz anders drauf als damals zu meiner Zeit. Also von daher ist das alles anscheinend ja so okay. Aber wie gesagt, ich fand es halt teilweise sehr verstörend, was hier alles so ans Licht gekommen ist, was mit den Leuten dort gemacht worden ist und mit den Charakteren in diesem Buch. Ansonsten von der Story her und allem fand ich es wirklich wieder richtig, richtig gut und hat mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich kann jetzt im Inhalt nicht viel sagen, da es ein zweiter Teil ist. Und ja, schaut euch das Juwel, die Gabe auf jeden Fall mal an. Es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte mit einem sehr, sehr interessanten Ansatz. So, ihr Lieben, jetzt sind ungefähr 2 Stunden vergangen, nachdem ich euch das Juwel gezeigt habe, ist nämlich der Kamera-Akku abgeschmiert. Ich habe den erstmal für 2 Stunden jetzt ans Ladegerät gehangen und ja, will jetzt erstmal gucken, dass das reicht, dass ich den Lesemonat hier erstmal noch fertig kriege. Und ja, wie ihr seht, der Lack ist inzwischen ein bisschen ab, ne? 2 Stunden, die Haare sitzen auch nicht mehr ganz so doll wie vorhin, aber egal. Ja, machen wir mit dem nächsten Buch weiter, was ich nach dem Juwel gelesen habe oder beendet habe, besser gesagt. Und zwar war das dieses hier. Der Übergang von Justin Cronin. Ich habe dieses Buch ja mit der Sina zusammen gelesen und der Übergang war unser Untergang. Wir haben ewig für dieses Buch gebraucht, also gefühlt nahm dieses Buch einfach kein Ende. Mein Problem mit diesem Buch war, dass ich es letztes Jahr als Hörbuch gehört hatte in der gekürzten Fassung und somit auch schon wusste, worauf das Ganze hinausläuft und was am Ende genau passiert. Und das hat mir natürlich am Ende ein bisschen die Spannung zerschossen. Deswegen hatte ich da echt Probleme mit dem Lesen und Justin Cronin hat auch einfach einen wahnsinnig ausschweifenden Schreibstil. Und ja, ich wollte dieses Buch aber halt nochmal lesen, damit ich es in der ungekürzten Fassung auch gelesen habe, denn man hat hier teilweise bei Unterhaltungen ganze Sätze gestrichen und alles und ganze Passagen hat man rausgenommen und ja, jetzt habe ich es auf jeden Fall komplett einmal gelesen, was ich sehr, sehr gut finde. Und wie gesagt, der Schreibstil, der war echt, der hat es echt in sich. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen finde ich die Geschichte immer noch richtig gut. Mir gefällt diese postapokalyptische Welt, mir gefällt diese Sache mit den Vampiren oder was auch immer das jetzt halt für Wesen sind. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und ich freue mich auf die 12 und ich möchte die 12 jetzt im Oktober auf jeden Fall anfangen zu lesen. Ob ich es schaffe, das im Oktober zu beenden, weiß ich nicht. Aber die 12 hat ja auch eine humane 800 irgendwas Seiten. Also es sind keine 1000 und wie dieses Buch hier. Aber ich mochte es und ich bin gespannt, wie es mit Amy und ihren Freunden weitergeht. Das nächste Buch habe ich mir gekauft, weil die Alex von Everyday Liz so von diesem Buch geschwärmt hat. Und zwar dieses hier, Calendar Girl verführt von Audrey Cullen. Ihr hat dieses Buch richtig gut gefallen und ich dachte mir, okay, komm, du hast jetzt Bock auf eine schöne Liebesgeschichte, dann kaufst du dir das jetzt. Und in diesem Buch ist es so, wir begleiten unsere Protagonistin Mia ein Jahr. Und in diesem Buch ist jetzt der Monat Januar, Februar, März drinne. Der zweite Teil enthält dann April, Mai, Juni logischerweise. Das sind immer so Quartäle. Und ja, ich bin auch schon gespannt, wie es weitergeht. Die Protagonistin Mia in diesem Buch hat das Problem, dass sie Schulden hat oder besser gesagt, ihr Vater hat Schulden und zwar 1 Million Dollar. Und sie hat jetzt ein Jahr Zeit, diese 1 Million Dollar aufzutreiben. Ihr Vater kann das leider nicht. Der liegt im Koma im Krankenhaus. Er wurde schon aufgrund dessen zusammengeschlagen. Und ja, damit ihr und ihrer Schwester halt nichts passiert, tut sie sich als Escort Girl bei ihrer Tante in der Firma bewerben und wird halt auch angenommen, ne? Und ja, tut jetzt für ein Jahr lang als Escort arbeiten und hat somit dann halt auch das Geld zusammen, denn sie wird monatsweise vermietet sozusagen und bekommt pro Monat 100.000 Dollar.
Und ja, ich muss sagen, ich bin mit den Handlungsweisen der Protagonistin teilweise nicht konform gekommen. An manchen Stellen habe ich mir gedacht, das ist einfach nur eine notgeile Alte, die alles bespringt, was geht. Und naja, lassen wir das Ganze. Also wie gesagt, teilweise konnte ich ihre Handlungsweisen nicht nachvollziehen, aber die Story an für sich fand ich doch schon eigentlich ganz cool und ganz nett und ganz niedlich gemacht. Und ich möchte auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht, deswegen habe ich mir jetzt auch den zweiten Teil schon gekauft und ja, werde den auch definitiv bald lesen und ja, mal gucken, wie das mit mir weitergeht. Das nächste Buch kam jetzt im September auch erst raus und ich musste es mir gleich kaufen, und zwar The Real Thing, eine Nacht, nee, länger als eine Nacht, so rum, von Samantha Young. Ich liebe dieses Buch, es war so schön. Wie ihr wisst, ich bin ein ganz, ganz großer Samantha Young Fan und die On Dublin Street Reihe feiere ich auch heute noch. Wie keine andere. Das ist der erste Band ihrer neuen Reihe, die heißt Hartwell Love Stories, und sie spielt in dem kleinen Küstenstädtchen Hartwell. Wer hätte es gedacht? In diesem Buch geht es um Jessica Huntington und Cooper Lawson. Die beiden treffen aufeinander und ach, es ist so eine schöne Geschichte. Jessica ist Ärztin und denkt, ihr Leben ist eigentlich ganz nett und ganz okay und schön, wie es ist. Und ja, findet dann 4 Briefe. Und durch diese 4 Briefe ändert sich alles, denn sie geht da dem nach, was in diesen Briefen steht, und ja, trifft dabei auf Cooper, und dann beginnt eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte mit vielen Auf und Ab. Und Samantha Young hat es wieder geschafft, dass ich unbedingt wissen möchte, was mit den Nebencharakteren ist. Also wir haben hier einmal Bailey noch kennengelernt als Nebencharakter. Bailey führt ein kleines Hotel, und dann ihr Gegenpart dazu ist Vaughn, das weiß man schon. Und ich bin so auf die Geschichte von den beiden gespannt, weil die zwei sind so ein explosives Gespann, sag ich mal. Und ich hoffe, dass es dann im 3. oder 4. Teil spätestens um Emery geht. Emery ist auch Nebencharakter in diesem Buch, und Emery ist die Besitzerin eines kleinen Buchladens, und Emery ist ein sehr, sehr schüchterner Mensch und sehr zurückhaltender Mensch, und ich habe mich hier beim Lesen die ganze Zeit gefragt, was ist bitte mit Emery passiert, dass sie so ist? What the fuck? Ich möchte das jetzt wissen, deswegen hoffe ich, dass es dann relativ schnell um Emery geht, im 3. oder 4. Band vielleicht. Bitte, bitte, bitte. Ich hoffe es. Samantha Young hat sie auf jeden Fall auch wieder geschafft, ganz, ganz tolle Charaktere zu schreiben, und sie hat ein Bild auf ihrer Internetseite gepostet, und auch die Samantha Young German Fanpage hat das Bild gepostet, wie sie sich welchen Charakter vorstellt, und Cooper sieht aus wie Gerard Butler, und oh mein Gott, Gerard Butler ist so ein toller Mann. Er ist zwar inzwischen schon etwas älter, aber ich sag nur so, bei Filmen wie PS, Ich liebe dich oder so, Gerard Butler. Love it. Und Jessica Huntington sieht aus wie Kate Hudson, was ich auch ganz cool finde. Ich fand die ganzen Bilder, also die sie so online gestellt hat, fand ich alle sehr, sehr passend, bis auf Bailey. Weil Bailey sieht aus wie, wer heißt denn diese Rothaarige? Moment. Ich komme gerade nicht drauf, wie Bailey heißt. Auf jeden Fall wie die Rothaarige da. Ich weiß nicht, wie sie heißt. So sieht Bailey aus. Und ich hätte aber eher auf eine Isla Fisher gedacht. Die ist ja auch rothaarig. Die hätte ich mir eher so vorgestellt. Ja, wie ihr seht, sind ganz, ganz tolle Menschen, die da noch drin vorkommen. Ich verrate jetzt hier nicht auf dem Bild weiter, wer wer ist, aber Ian Somerhalder. Bin gespannt, wie es weitergeht, und freue mich dann auf März, wenn der zweite Teil erscheint. Das nächste Buch, was ich dann danach gelesen habe, war dieses hier, Wald der Wunder von Jacqueline Felgut. Das ist ihr aktuelles Buch vom September gewesen. Jackie hat ja immer noch diese 12 in 12 Challenge quasi. Also sie möchte 12 Bücher in 12 Monaten schreiben. Das war jetzt das aktuelle Buch vom September. Und ich muss sagen, Wald der Wunder hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Es war eine Fantasy-Romance-Geschichte. Das heißt, eine Liebesgeschichte mit Fantasy-Elementen. Und in diesem Buch geht es um Lea. Und Lea fährt halt in den Schwarzwald auf Geheiß ihres Chefs und soll dort das kleine Grundstück und die kleine Hütte quasi begutachten und gucken, ob ihr Chef alles hat und ob die Hütte noch in Ordnung ist, dass sie halt, also dass ihr Chef dort Urlaub machen kann. Lea hat da nicht so wirklich Bock drauf, fährt aber halt hin und lernt dort Finn kennen. Finn stellt sich als der Nachbar vor, und ja, es wird sehr, sehr schnell klar, dass da irgendwas mit Finn nicht stimmt und dass da irgendwas anders ist, wie es scheint. Ich mochte die Geschichte hier wirklich auch wieder sehr, sehr gern. Ich fand für eine Fantasy-Romance-Jugendgeschichte richtig gut, und es hatte ein paar überraschende Wendungen noch mit in der Geschichte mit drin. Ich freue mich jetzt auf das neue Buch, was jetzt im Oktober erscheint von Jackie. Das heißt Der Duft von Büchern und Kaffee. Und es ist wieder eine Liebesgeschichte, also auch wieder was für Susi. Und ich möchte das auf jeden Fall auch wieder mitlesen. Und ja, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Jackie geworden inzwischen. Ich mag ihren Schreibstil unheimlich gern. Sie schreibt so wahnsinnig schöne Geschichten. Und sie schreibt es auf eine so schöne Art und Weise. Deswegen schaut euch diese Bücher auf jeden Fall mal mit an. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich jetzt auch endlich mal geschafft zu lesen. Und zwar ist es
dieses hier, der zweite Teil der fünften Welle, das unendliche Meer. Ich kann euch hier zum Inhalt nicht wirklich irgendwas sagen, außer dass es immer noch um die Alien-Invasion geht und Cassie und ihre Freunde immer noch versuchen zu verstehen, was da eigentlich genau los ist und was da jetzt eigentlich genau da dahinter steckt. Und dieses Buch hält auch wieder einige Überraschungen bereit, aber ich muss sagen, man merkt halt, dass es ein Fortsetzungsteil war. Man hat hier eine bestimmte Szene oder einen bestimmten Abschnitt in der Geschichte aus drei oder vier Sichtweisen gelesen, wo ich dachte so, ja, ich weiß doch jetzt schon, was passiert. Warum lese ich das denn jetzt nochmal? Und dann hatte man einfach das Gefühl, das wurde geschrieben, damit man die Lücken füllen kann, damit man die Seiten halt füllt. Und ja, so richtig spannend wurde das Buch wirklich erst auf den letzten so 50, 60 Seiten, wo dann ganz viel Input kam, ganz viel aufgeklärt wurde und man wirklich nur so dachte, was? Und dann war dieses Buch vorbei und ich dachte mir so, oh mein Gott, nein, das könnt ihr jetzt doch nicht mit mir machen. Deswegen bin ich auf den letzten Teil, der heißt ja Der letzte Stern, schon sehr, sehr gespannt. Ich habe ihn auch schon hier. Ich habe ihn vom Verlag länderweise zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich werde ihn jetzt definitiv auch ganz, ganz bald lesen. Aber ich mag diese Reihe immer noch. Und wenn ihr mal Lust auf eine coole Alien-Invasionsgeschichte habt, dann schaut euch die fünfte Welle auf jeden Fall mal mit an. Dann habe ich noch ein Buch gelesen mit der lieben Sina zusammen. Also nicht von Wörtern gefesselt Sina, sondern eine andere Sina. Hallo Sina, ich grüße dich auch nochmal an dieser Stelle. Und zwar dieses Buch hier, Grisha, Goldene Flammen von Leigh Bardugo. Das Witzige ist, ich dachte immer, ich bin der einzige Mensch, der dachte, Leigh Bardugo ist ein Mann. Aber Sina hat es auch gedacht, also von daher bin ich nicht ganz so blöd. Also Leigh Bardugo ist eine Frau, falls es da noch mehr Leute wie mich da draußen gibt. Und ja, dieses Buch fand ich richtig gut. Es hat mir richtig gut gefallen. Es ist eine High-Fantasy-Geschichte, die so ein bisschen einen russischen Touch hat. Also man würde eigentlich meinen, es spielt in Russland, aber es ist halt, wie gesagt, High Fantasy, also es hat so eine eigene Welt. Und dann gibt es dort diese Grisha. Und die Protagonistin dieser Geschichte, Alina, ist ein ganz normales Mädchen, bis eines Tages sie ihren Freund Maljin rettet vor dem Tod und sie dabei besondere Fähigkeiten benutzt, die sie eigentlich gar nicht haben dürfte. Und an dem Tag ändert sich Alina ihr Leben, denn sie scheint doch eine Grisha zu sein und damit etwas ganz Besonderes. Und Alina hat eine ganz, ganz besondere Gabe, denn und diese Gabe macht sie einzigartig, sag ich mal, und sie soll jetzt das ganze Volk retten. Und ja, ich muss sagen, der erste Teil, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich will jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich Band 2 und 3 auch nochmal irgendwie rankriege als Hardcover, weil die Hardcover gibt es so leider nicht mehr zu kaufen. Also muss ich mal gucken, dass ich die irgendwoher mal noch mitbekomme. Und ja, ich fand den ersten Teil auf jeden Fall richtig, richtig gut. Der hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte diese Welt, in der das gespielt hat, wirklich sehr, sehr gern. Am Anfang hatte ich nur wirklich Probleme mit diesen russischen Begriffen und Aussprachen. Und dann dachte ich mir so, Gott, wie soll ich das denn bitte lesen? Ich kann es nicht aussprechen. Ich weiß auch nicht, ob ich Maljin richtig ausspreche, aber ich würde es halt so aussprechen. Ihr wisst, was ich meine. Also, was diese Wörter betrifft, hatte ich da am Anfang echt meine Probleme. Aber es war wirklich mal was ganz, ganz Erfrischendes, dass es nicht so typisch High Fantasy war, wie die meisten anderen Geschichten mit Bergen und Feldern und Burgen und so. Ich meine, hier gibt es auch eine Burg, aber es war halt alles auch ganz anders beschrieben, weil es halt, wie gesagt, in so einer russischen Welt rein theoretisch spielt. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte den ersten Teil. Ich kann ihn euch auch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Bock auf Jugend-High Fantasy habt, dann schaut euch Grisha auf jeden Fall mal mit an. Sorry, dass ich hier so durchrase, aber ich habe ein bisschen Angst, dass mir der Akku wieder aussteigt und ich noch fünfmal anfange. Deswegen versuche ich das Ganze jetzt etwas schneller durchzuziehen. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war Daughter of Darkness von Bianca Iosivoni. Ich habe dieses Buch bei Bianca direkt gewonnen und habe mich riesig gefreut, dass ich dieses Buch lesen durfte. Das ist der zweite Teil dieser Reihe und er heißt Sydney. Den ersten Scarlet habe ich noch nicht gelesen. Man muss aber jetzt nicht den ersten zwingend gelesen haben, um den zweiten lesen zu können. Also die stehen schon in Verbindung miteinander, die Bücher, aber es ist jetzt keine komplette zusammenhängende Reihe. Also von daher kann man die auch gut einzeln lesen. Ich möchte mir auf jeden Fall den ersten Teil irgendwie nochmal mitkaufen. Ansonsten kann ich nur sagen, dieses Buch war der Hammer. Also die Geschichte zwischen Sydney und Hunter war wirklich so richtig Katz-und-Maus-Spiel. Und man hat hier zwei wirklich ganz, ganz starke Charaktere, die hier miteinander agieren. Und ich fand dieses Buch einfach nur toll. Es hat mir so gut gefallen. Es war was wirklich Abwechslungsreiches, es war was Erfrischendes und ja, ich mochte die Charaktere dieser Geschichte einfach nur und ja, kann ich das wirklich auch nur empfehlen. Zum Inhalt ganz kurz: in dieser Geschichte geht es um Sydney und Sydney wird von der CIA gejagt, wieso, weshalb, warum.
rum. Erfährt man am Anfang nicht, verrate ich euch auch nicht, müsst ihr selber rauskriegen. Und Hunter ist Kopfgeldjäger und wird von der CIA auf Sydney angesetzt und soll sie einfangen und der CIA ausliefern. Und zwischen Sydney und Hunter ist am Anfang sofort diese gewisse Spannung und Anziehung und ja, Sydney ist aber eine Frau, die sich nichts gefallen lässt, die so ein bisschen Kick-Ass ist und sich da auch zur Wehr zu setzen weiß. Und das macht es für Hunter umso schwieriger, sie einzufangen. Und ob es ihm am Ende gelingt und was mit Sydney und der CIA eigentlich los ist, das solltet ihr selber herausfinden. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Bock auf eine starke Protagonistin habt, wenn ihr Lust habt auf einen super tollen Typen und auf eine ganz, ganz coole Geschichte, dann schaut euch Daughter of Darkness auf jeden Fall an. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Drei Bücher haben wir noch. Das drittletzte ist dieses hier, Dare to Love 5, Lieben und Lieben lassen von Carly Phillips. Da habe ich ja jetzt Band 2, 3 und 4 vorher schon gelesen und ich muss sagen, dass dieser Teil hier leider so der schwächste Teil der Reihe für mich war. Ich mochte die anderen Teile einfach ein bisschen mehr. Hier war halt nicht ganz so viel Drama drin. Es war eine schöne, süße, niedliche Geschichte, aber es hat mich jetzt halt einfach nicht vom Hocker gerissen und es war halt einfach so, okay, ist nachvollziehbar alles, es ist schön, aber es war halt einfach nichts irgendwie, was mich jetzt irgendwie berührt hätte oder so. Es war halt einfach nur eine niedliche, süße Geschichte für zwischendurch. Und in diesem Buch geht es um Olivia Dare und Olivia und ihr Arbeitskollege Dylan, die hatten schon immer so eine gewisse Anziehung zueinander gespürt, haben dem Ganzen aber nie nachgegeben, weil man ja Berufliches und Privates trennen sollte. Aber nachdem Olivia ihr Bruder Ian mit seiner Angestellten verheiratet ist und ein Kind bekommen hat, denkt sich Dylan einfach nur, ich will jetzt ihr Herz erobern, wenn ihr Bruder das kann, dann kann ich das auch. Und ja, darum geht's in diesem Buch. Und ob Olivia und Dylan am Ende zusammenkommen oder nicht und was da alles noch passiert, das verrate ich euch natürlich nicht. Das müsst ihr selber rausfinden. Aber ich mochte die Geschichte, das kann ich euch sagen. Aber es hat mich jetzt halt einfach nicht umgehauen. Es war halt so eine niedliche Geschichte so für zwischendurch. So, ihr werdet euch jetzt wundern, warum ich auf einmal anders aussehe. Also nicht ganz anders, aber es ist auf einmal dunkel und ich habe einen anderen Hintergrund und überhaupt. Es ist mir noch nie passiert, aber ich muss peinlicherweise gestehen, ich habe bei meinem Lesemonat vorhin beim Drehen ein Buch vergessen. Weil ich dann halt so unter Stress stand und schnell gemacht habe, was ich halt nicht machen sollte, wie ich festgestellt habe, ist mir doch aufgefallen, ich habe ein Buch vergessen. Und zwar habe ich vergessen, euch zu sagen, dass ich noch Fuchsgeist gelesen habe von der lieben Nikki Kiso. Das ist der erste Teil der neuen Fuchs-Reihe von ihr und ey, so ein Scheiß, das ist mir noch nie passiert, das ist mir auch gerade voll unangenehm, ey. Boah, Nikki, ausgerechnet bei deinem Buch passiert mir das, das tut mir echt voll leid. Ich komme aber erstmal ganz kurz zum Buch und zwar in Fuchsgeist geht es um Mike Heiler und Sisandra. Die beiden sind Zwillingsschwestern. Und als sie kleine Kinder sind, werden sie von einem Fuchsgeist und von einem Fuchsgott auserkoren. Und diese beiden gehen in sie hinein. Und Maikaila wird zur Tori ausgebildet, was eine Wächterin für den Clan ist. Und Sisandra, die Fuchsgöttin oder die den Fuchsgott in sich wohnen hat, wird zur neuen Aurora des Clans auserwählt. Das heißt, sie wird die neue Anführerin des Clans. Und ja, Maikaila soll sie auch nach ihrer Ausbildung beschützen. Doch Sisandra ist damit nicht so ganz so glücklich und hat alle Familienbande gekappt. Und ja, Maikaila muss damit jetzt irgendwie leben. Dann gibt es dort noch einen unerwarteten Feind und da stellt sich dann die Frage, ob es vielleicht nicht doch besser ist, dass die beiden zusammenhalten. Das ist so der grobe Inhalt von Fuchsgeist und ja, ich muss sagen, mir hat das Buch richtig, richtig gut gefallen. Ich fand es wirklich total schön. Dieser erste Teil umfasst auch nur kurze 50 Seiten. Das heißt, es ist ein Buch, was man auch gut zwischendrin mal mitlesen kann. Und ich hatte den großen Vorteil, ich habe jetzt Band 2, 3 und 4 in der Zwischenzeit auch schon gelesen. Und ihr könnt euch da auf jeden Fall auf noch einiges freuen. Und auch der vierte Teil hatte einen fiesen Cliffhanger am Ende, wo ich gesagt habe, Niki, schreib sofort weiter. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und ja, ich kann euch die Reihe wirklich nur empfehlen. Der Schreibstil bei Fuchsgeist ist auch ganz, ganz anders als bei Noelle und Noelle. Der Schreibstil bei Noelle und Noelle ist ja schon ein bisschen was Besonderes, denn Noelle erzählt ja ihre Geschichte quasi an die Leser und dadurch hat man ja auch eine ganz, ganz andere Sichtweise auf die Geschichte. Und ja, bei Fuchsgeist, wie gesagt, ist der Schreibstil komplett anders. Wir lesen hier aus der Ich-Perspektive. Und ja, er ist locker leicht und einfach wie für ein Jugendbuch halt, wie ein Jugendbuch halt auch sein sollte. Und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ich drücke Niki da ganz, ganz fest die Daumen, dass sie noch ganz viele Leute mehr von ihrer Fuchsreihe begeistern kann, so wie mich. Und ich freue mich jetzt dann schon auf die anderen Teile. Und wie gesagt, ich empfehle euch dieses Buch. Lest Fuchsgeist, wenn ihr Lust auf eine schöne Jugend-Fantasy-Geschichte habt.
die mal ein bisschen einen anderen Ansatz hat und ja, lest es. Mehr kann ich dazu nicht sagen. I love it, I like it und ich drücke Niki da ganz, ganz fest die Daumen. So, und als nächstes kommen die Bücher, die ich noch gelesen habe, mit dem ursprünglichen Video. Bis dann! Das vorletzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Harry Potter und der Feuerkelch. Gott, bin ich froh, dass dieses Buch vorbei ist. Das glaubt ihr mir gar nicht. Ich hatte echt hier zu kämpfen mit den 700 Schieß mich tot Seiten. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Angst vor dem fünften Teil. Der hat auch über 1000 Seiten. Oh. Dieses Buch hat sich hier so gezogen stellenweise, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, da voranzukommen. Ich habe echt teilweise gedacht, ich lese auf der Stelle. Es war so schrecklich. Die Geschichte an und für sich, die war ja ganz cool mit dem Feuerkelch. Ich glaube, das Problem war, dass ich die Geschichte einfach noch zu gut im Kopf hatte, weil ich kenne ja die Filme und die Bücher und die Filme sind ja wirklich schon sehr nah beieinander. Und dadurch wusste ich auch schon, was passiert als nächstes und was jetzt kommt. Und dieses Buch war wirklich sehr, sehr ausladend geschrieben und sehr, sehr ausschweifend geschrieben, was die ganzen Szenenbeschreibungen betrifft. Aber man ist halt von der Story her nicht vorangekommen. Ich habe echt gedacht, ich lese auf der Stelle und es war so nervig einfach nur. Und ja, wie gesagt, die Story fand ich cool, die Charaktere fand ich auch wieder toll, aber der Schreibstil hier und die Kapitellängen waren, oh, ein Kapitel 30, 40 Seiten, das heißt, man konnte nicht sagen, oh, ich lese mal schnell ein Kapitel. Nee, da musste man sich wirklich mal so ein bisschen Zeit nehmen, dass man das mal lesen kann. Und das hat mich auch ein bisschen gestört. Also ich hatte hier mit diesem Buch wirklich zu kämpfen. Und ich würde jetzt aktueller Stand sagen, ich werde niemals ein Potterhead. Also ich werde sowieso kein Potterhead mehr werden. Ich bin dafür einfach zu alt. Aber ich habe jetzt echt nur gedacht so, boah, ich habe keinen Bock mehr. Ich lese die ja mit Annika zusammen. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, dass wir jetzt den fünften Teil ganz entspannt lesen. Über den ganzen Monat verteilt. Und dann halt jeden Tag nur so 30, 40, 50 Seiten. Dass es halt nicht so viel ist am Tag. Weil hier haben wir teilweise 80 bis 100 Seiten gelesen. Und es war, wie gesagt, wirklich ein Kampf zwischendurch. Und ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wie gesagt, es ist Harry Potter. Ich glaube, zum Inhalt brauche ich euch nicht sagen. Die Charaktere, wie gesagt, fand ich auch echt cool. Ein bisschen was war hier auch schon anders wie im Film. Und ja, ich mochte die Geschichte, aber der Schreibstil war mir hier einfach zu viel. Also das war mir echt zu ausladend. Und mal gucken, wie der fünfte jetzt wird und ob das auch so eine Quälerei wird. Ich hoffe es nicht, denn ich habe beim fünften auch den Film nicht mehr so im Kopf wie jetzt beim vierten. So, damit wären wir beim letzten Buch angekommen und das war The Cage, entführt von Megan Shepherd. Ich muss sagen, am Anfang habe ich dieses Buch wirklich richtig, richtig gut gefunden. Ich muss mich mal kurz umsetzen, mir schläft das Bein ein. Am Anfang habe ich dieses Buch wirklich richtig, richtig gut gefunden. Ich fand es sehr, sehr interessant, wie das Ganze angefangen hat. Aber dann war ab einem bestimmten Punkt das Problem, dass ich einfach gedacht habe, über die Charaktere seid ihr denn alle nur bekloppt? Was geht denn bei euch ab? Ich konnte das dann irgendwie nicht mehr nachvollziehen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, da muss doch jetzt noch irgendwas kommen. Da muss doch jetzt noch irgendwas kommen. Ist doch noch irgendwas, kann doch da nicht stimmen. Und dann so, nee, die denken das wirklich so. Und dann dachte ich so, hä? Also, die Story war gut. Also das kann ich euch sagen. Die Story war gut und die Handlung. Es war echt was anderes. Es war mal was Erfrischendes. Aber ich hatte, wie gesagt, hier mit den Charakteren so mein Problem. Und das jetzt nicht unbedingt mit der Protagonistin Cora, die ja hier im Vordergrund steht, sondern mit den Nebencharakteren. Also ich konnte die Handlungsweisen der Nebencharaktere nicht wirklich nachvollziehen teilweise. Und dann waren hier manche Sachen drin, die für mich sehr unlogisch waren. Und dann dachte ich so, hä? Wie jetzt? Warum das denn jetzt? Und dann, also es waren so zwei, drei Kleinigkeiten, die mich hier einfach gestört haben an dem Buch. Ansonsten, wie gesagt, von der Story hat es mir richtig gut gefallen. Ich möchte auf jeden Fall die Fortsetzung lesen, weil das Ende wirklich sehr, sehr spannend war. Und ja, ich möchte auf jeden Fall auch wissen, wie es mit Cora und ihren Freunden weitergeht und ja, was der Hüter da am Ende dann noch für eine Rolle spielt. Oder ein Flugzeug. Zum Inhalt kann ich euch nur so viel sagen, es geht hier um Cora und Cora erwacht in einer Wüste und denkt sich so, hä, was ist jetzt los, wo bin ich hier? Eben habe ich noch mit meinem Bruder im Auto gesessen und jetzt bin ich hier in der Wüste, habe fremde Klamotten an und kann mich an nichts erinnern und läuft dann so ein Stück durch die Wüste, so eine Düne hoch und stellt dann fest, dass hinter der Düne ganz viele verschiedene Vegetationen sind. Also wenn sie nach links guckt, sieht sie eine Schneetundra, dann gibt es dort noch ein Meer, dann gibt es dort einen Dschungel, dann gibt es dort so eine Obstfarm und sie denkt sich so, was ist hier los? Und dann trifft sie auf einen Typen, der heißt Lucky und Lucky kennt sie von früher. Sie haben eine gemeinsame Vergangenheit. Das weiß Cora allerdings nicht, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit haben. Und das weiß nur Lucky. Und
da habe ich am Anfang gedacht, oh ja, das ist ein ganz, ganz cooler Aspekt, weil das auch wirklich ein bisschen mal was anderes war, wieso, weshalb, warum. Da habe ich am Anfang auf jeden Fall gedacht, okay, die haben eine gemeinsame Vergangenheit, was das wohl noch für eine Rolle spielt. Und es spielt in gewissen Maßen dann noch eine Rolle, aber nicht mehr wirklich so viel. Ich will euch nicht zu viel verraten und ich will euch nicht spoilern, deswegen ich hier gerade nochmal gucken, was hinten drauf steht. Ja, auf jeden Fall steht hier noch, sie alle befinden sich in einer künstlich angelegten und sehr gefährlichen Welt, in einem riesigen Käfig, aus dem es keinen drinnen gibt. Als unfreiwillige Teilnehmer eines unmenschlichen Experiments endlos weit von zu Hause entfernt. Ja, das verrät schon so ziemlich gut den Inhalt und ich kann euch nur so viel sagen, es spielt hier eine außerirdische Lebensform noch eine gewisse Rolle mit und ja, also wie gesagt, ich kann dieses Buch so schwer einschätzen. Ich habe es jetzt vorgestern beendet und ich habe jetzt schon 2 Nächte drüber geschlafen, aber ich bin noch so zu keiner Einigung gekommen vom Gefühl her, wie mir dieses Buch gefallen hat. Also ich würde sagen, ich gehe mal hier von soliden 3,5 bis 4 Sterne aus, also so gutes Mittelmaß. Wie gesagt, die Story an für sich fand ich gut. Und die Handlung, das war echt mal was anderes. Aber ich hatte halt, wie gesagt, mit den Charakteren so meine Probleme. Der Schreibstil hier ist für Jugendbuch echt easy peasy, locker leicht. Das, wie man das halt auch so kennt. Er ist jetzt nichts Besonderes oder herausragend. Also er ist jetzt aber auch nicht umschweifend und ausladend und nervig und so. Also er ist auch völlig in Ordnung für ein Jugendbuch. Aber wie gesagt, ich habe vom Gefühl her kann ich dieses Buch im Moment absolut nicht einschätzen. Also ich weiß nicht, es hat mich mit so einem verwirrenden Gefühl zurückgelassen einfach. Wisst ihr, was ich meine? Also einerseits fand ich gut, andererseits fand ich doof und ich denke mir so, naja, ist halt so ein Mischmaschbuch bei mir so. Ich weiß es nicht. Zu The Cage, mehr kann ich euch im Moment auch gar nicht dazu sagen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich möchte die Fortsetzung auf jeden Fall wieder mitlesen. Und ja, mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch gar nicht zu sagen. Das war mein Lesemonat vom September. Es waren, wie gesagt, insgesamt 14 Bücher, die ich gelesen habe. Und ja, wenn ihr eins von diesen Büchern kennt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Bücher fandet, ob wir da einer Meinung sind oder auch nicht. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Und im Übrigen, ihr habt noch jetzt exakt eine Woche Zeit oder so, wenn dieses Video online geht, bis zum 14.10., dass ihr an meinem Gewinnspiel noch teilnehmen könnt. Also wer noch Bock hat mitzumachen, schaut einfach mal rein. Ich verlinke euch das Video hier oben in der Infokarte und unten in der Infobox. Also da und so, falls ihr noch Bock habt mitzumachen. Ich sage es euch nur. Ansonsten bis dann. Tschüss.